Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Heute spiele ich mal den Destruction Simulator, den Zerstörungssimulator. Und jetzt gerade nehme ich sogar gleichzeitig mit Eli auf. Hier ist er schon. Oh yo, Alter, wir fliegen ja gefühlt. Er nimmt gleichzeitig mit mir auf und ihr könnt beide Videos dann so parallel sehen. Ist schon echt witzig, aber ich habe das Spiel schon etwas weiter gespielt und bin jetzt schon weiter hinten. Auf jeden Fall bin ich schon gefühlt maximal hinten. Ich war schon viel weiter als alles andere. Ich war schon beim Vulkan und weiter. So, ich muss gucken, Level 51, also hier. Nee, genau beim Vulkan. Okay, alles klar. Jetzt habe ich auch alles für mich und bam. So, zerstören. So, auf jeden Fall muss man alles kaputt machen. Eieiei, okay. Okay, auf jeden Fall geht es schon sehr leicht voran hier. Oh nein, ich wollte eigentlich mit der Waffe schießen. Lost. Naja, immerhin ein paar Punkte. Lol. Und nochmal den Rest, das ist das Letzte. Let's go. Oh nee, doch nicht. Okay, jetzt aber. Bam. Yo. Okay, das war dezent viel. Okay. Einmal hier wieder fahren. Da bin ich. Let's go. Wieder rein in die Bude. Und hier setze ich mal meine Bombe ein, weil die kann dann alles kaputt machen. Das ist echt praktisch. Bam. Okay. Der macht so eine große Fläche. Also ich denke mal, viel Abstand ist sogar das Praktischste hier. Deswegen schießt er mal hier drauf. Schaut, es macht halt mehr Flächenschaden. Und das ist ja das Wichtige in dem Spiel. Ich habe gerade meine Maus nicht gefunden. Und zwei Treffen nur. Leider. Okay, egal. So, ich mag das, wenn man so eine Reihenfolge macht. So irgendwie das Herz kaputt und dann alles einfach. Das sieht so satisfying. Okay, das war ein fetter Lag. Ich mag das halt, wenn es so satisfying halt ist. Eieiei. Okay. Langsam müsste die Welt auch wieder neu gestartet werden, wenn ich den Vulkan... Mann, wie schnell kommt das denn an? Wenn ich den Vulkan komplett zerstört habe. Ei! Mama Jön. So, ich bin weggeflogen. Boom. Oh, es macht so Spaß, ne? Okay. Wieder einmal verkaufen. Schon eine Mille, okay. Ich frage mich echt, was ich damit anstellen kann. Okay, dafür muss man ein bisschen sparen. Schussart, Feuerstoß. Schrotflinte, okay. Der erste ist ja einzeln. Feuerschuss ist hier dreimal hintereinander, ne? Feiere ich jetzt nicht so, muss ich sagen. Mehr dieses Schrotflinte mag ich irgendwie mehr. Boah, der ist auch krass, ne? Okay, erstmal verlassen. Was ist denn hier los? Übrigens, man kann es... Das war extrem laut. Man kann es hier auch ausrüsten, also abholen, und dann kriegt man auch mega viel hier dazu. Praktisch. Und wieder rein das Ding. Dauert jetzt ein bisschen, ne? Man kann nicht davon ausgehen, dass es jetzt in einer Sekunde dauert. Man kann auch laufen.
Ich werde erstmal die Stützen von diesem Berg da, von dem Vulkan, zerstören, damit der komplett. Okay, hat sich schon geklärt. So. Er hat jetzt einmal replaced. Das sieht so nice aus, wie es aufgebaut wird. Hier dieser Baum. Wow. Es ist ja auch realistisch, dass alles für seine Länge braucht, je größer es ist. Und bam. Dann dieses Schild nervt. Ich will ja einmal durchschießen. Und boom. Einmal hier rein. Irgendwie ist die Bombe nicht mehr so stark in letzter Zeit. Eigentlich habe ich mir doch voll die OP-Bombe rausgeholt. Und bam. So, kaputte. So. Boah, es lädt echt lange. Bam. Mann, manchmal reagiert die Taste nicht. Okay, nochmal hier hin. Und bam. Hier kriegt man den echt leicht auseinander. Okay, da ist es auch schon wieder voll. Okay, er ist noch da. Irgendwie habe ich das Gefühl immer, dass er weg ist. Rein. Level 55. Oh, das habe ich ja fast. Den kann man einen Rebirth machen. Freue mich drauf, echt. Rebirth. Ist ja krass, ne? Doppelt XP. Doppelt Münzen. Das ist schon nice. Strongs. So, und... Boah, Alter, das hat sich so angefühlt, dass wenn ich hochfliege. Oh, ja, ja. Er kippt ja komplett um. Und boom! Er ist komplett umgekippt. Go. Viele Münzen. 3, 2, 1. Auch ich mach's einfach. Let's go. Mit dieser Waffe ist so eine Zeitreisewaffe. So sieht's aus hier mit dieser Uhr. Lol. Dabei ist es eine Shotgun. Wunderschöne Waffe. Welcher Code ist hier wohl? Seit wann spielen? Es gibt nur 9 Zahlen und nicht 36. Also ich will dir nur sagen, dass das ein bisschen falsch ist. Und jetzt sagt jeder, das heißt nicht Zahlen, das heißt Ziffern. Ja, dann halt Ziffern. Thank you.
das Ding spielst, kommt da rein. Ich glaube, das ist nicht mehr gesund. Kommen wir kaputt. Boom. Let's go. Und jetzt auch schon wieder diesen Lucky Block hier abholen. Hoffentlich irgendwie doppelt das Geld. Supersprung. Was soll mir Supersprung bringen? Das bringt mir gar nichts. Oh Mann, was steht da eigentlich drauf? INH? Okay, danke für den Tipp. Ey Mann! Supersprung bringt mir null was. Naja, dafür. Das ist auch das einzigste, actually. Bam! Let's go. Ich habe mich vorher schon mit dieses Ding. Komm. Och Mann, das reagiert manchmal nicht. Eieiei, da habe ich fast schon den Mülleimer hier daneben umgekippt. Ja Mann, wieso reagiert das manchmal nicht? Ja, dafür kann es auch praktisch sein, ne? Da ist ein Block einfach verschwunden, hä? Der verschwindet ja. So war es aber nicht abgemacht. Okay, Eli hat mir gerade geschrieben, dass das Programm abstürzt. Naja. Das ist natürlich nicht so. Ja, das liegt halt auch daran, dass dieses Spiel halt so. Ja, es hat halt sehr viel Ausdauer des PCs und Handys. Aber Leute, ich würde sagen, das war's mit der Folge gewesen. Abonniert den Kanal, like das Video und ciao!